Ich sehe die Eigenlogik, die traditionelle Eigenlogik der Hochschulen schon ein bisschen kritisch. Ja, dass ursprünglich die Funktion der Hochschule war, einen geschützten Raum natürlich für Intellektuelle, für Denker zu garantieren, damit sich auch Gedanken in Freiheit entwickeln können. Aber gleichzeitig damit verbunden war auch eine gewisse Abschottung vom Rest der Gesellschaft. Ja. Die Universitäten haben dann vor allen Dingen ihre aus eigenem Interesse heraus entwickelten Fragen betont und beleuchtet und sich nicht so sehr unbedingt um die Belange der Gesellschaft gekümmert. Und ich denke, dass Hochschulen eigentlich der Gesellschaft eine größere Offenheit schulden. Damit hängt auch ihre Legitimität zusammen. Ja, und was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass das Konzept, das zum Beispiel Uwe Schneidewind als Bürgeruniversität beschreibt, eine Universität, die sehr durchlässig ist, nicht nur für Menschen, sondern auch für Ideen und für Fragen, die die Gesellschaft hat, in die Hochschule hinein, dass sich das stärker durchsetzt. Und studentischen Initiativen kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn die Studierenden, die kommen mit ihren Fragen aus dem Leben in die Hochschule hinein und finden häufig heute noch niemanden, der ihre Fragen ernst nimmt und finden also in der Universität nicht unbedingt ein Umfeld, in dem sie ihre eigenen Fragen beantwortet finden oder auch ein Raum, der ihnen zur Verfügung steht. Und ich denke, dass sollte künftig mehr Raum für die Fragen, für die Anliegen und auch das Engagement der Studierenden zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir Lehrenden es ein Stück zurücknehmen müssen. Ja, dass also inhaltlich vorformulierte Curricula an Bedeutung verlieren sollten, dass Vorlesungen beispielsweise einen geringeren Anteil am Studium haben sollten. Dafür offene Formate, für die diese Konferenz hier ein tolles Beispiel ist, solche offenen Formate mehr Bedeutung, mehr Raum, mehr Ausstattung, mehr Ressourcen erhalten sollten. Und dann, denke ich, wird aus den Hochschulen auch eine wichtige Ideenfabrik, ja, ein Sparringpartner auch für die Öffentlichkeit, der wirklich auf den Fragen, die aktuell in der Gesellschaft kursieren, aufsetzt und dort auch ernsthaft und von der Gesellschaft auch als ernsthaft wahrgenommene Antworten oder Ansätze liefern kann.